Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Tag heute, vor allem auf dem 2.9., als da der Regen kam, bin ich geduldig geblieben, habe viele gute Schläge gemacht, ein, zwei Putts gemacht, deswegen sehr zufrieden mit den 3 unter Par in den Bedingungen, die wir heute Nachmittag hatten. Ja, man muss sich auf jeden Fall auf alles vorbereiten. Ich hatte auf jeden Fall das Glück, dass ich auf der richtigen Seite des Draws war, hatte am ersten und am zweiten Tag definitiv die besseren Wetterbedingungen und konnte das ganz gut nutzen. Ich habe eigentlich viele gute Ergebnisse gehabt dieses Jahr, habe letzte Woche meinen ersten Cut beim Major gemacht, was für mich echt eine coole Erfahrung war und bin recht locker in diese Woche gegangen, hatte viel Spaß mit meinem Caddy auch an der Tasche und freue mich jetzt noch auf die letzten Turniere der Saison. Eigentlich nicht. Ich freue mich über jedes gutes Ergebnis, wenn ich jetzt hier in einem richtig guten Feld vorne mit abschneiden kann, freut mich das und vielleicht kriege ich noch ein paar gute Ergebnisse das Jahr über hin.